Und hiermit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Drive You Truck Simulator 2 hier bei Nero Players mit mir, dem Zingis. Ja, ich habe ein schönes Thema jetzt mal mir überlegt und um das anzusprechen, werde ich jetzt einfach mal mir ganz schnell, ganz flugs einen Auftrag aussuchen. Inzwischen ist übrigens auch das Hintergrundbild wieder da. Ich weiß nicht, wieso es eine Zeit lang weg war, aber naja. Dann gucken wir mal. Was haben wir denn da? Salzburg sind wir. Innsbruck, Linz. Linz, München. Ja, ich weiß nicht. Ich gucke jetzt nochmal ganz kurz die eine Seite weiter. Linz. Okay, dann fahre ich glaube ich einfach mal erstmal wieder zurück nach Innsbruck. Aber ich nehme keine dringende Lieferung, weil das ist immer so. Oder einfach mal Kohle nach Linz, ja. Ja, von mir aus auch Kohle nach Linz. Ja, genau, dann muss ich erstmal gucken, wo steht denn der Auflieger? Licht ist an, Gang ist drinnen. Und schon geht's los. Ja. Und jetzt mein Thema. Würdet ihr oder regt ihr euch über RTL auf, zum Beispiel, weil ihr wisst quasi, dass alles gefaked ist, oder genießt ihr dann lieber die Unterhaltung? Tja, klingt erstmal komisch, aber das habe ich mir jetzt gedacht hier, weil rund um den recht bekannten YouTuber Julian, ja, oder Julians Blog eben, wie man ihn besser kennt wohl, und seinen schönen Battle, Julians Blog Battle, hört man ja inzwischen Erschreckendes und so weiter. Da gibt es ja jetzt ganz viele Enthüllungsvideos sozusagen, darüber, dass die ganze Show, das ganze Rap Battle, alles gefaked sein soll. Ja, klar. Also ich kann mir das durchaus vorstellen. Warum nicht? Weil dann die Theorie wird ja, oder beziehungsweise die Fakten, es sollen ja wohl schon Fakten sein, nicht bloß irgendeine Theorie, sondern Fakten zum Beispiel, dass ja einer da mit einer Maske, ein Schwamm, Sponsboss, ja, dass der so gut abschneidet, und da fragt man sich jetzt, wer ist unter der Maske, und offenbar gibt es da wahnsinnige Geheimnisse, die zu entlüften sind. Und ja, da ist jetzt meine Überlegung, erstmal zu gucken, ob ich überhaupt jetzt das Richtige angenommen habe hier. Weil irgendwie ist mir das zu sehr außerhalb. Ich guck mal ganz kurz, ich halte mal hier. So ganz kurz, mache mal Warnblinkanlage an. Stelle ich mich jetzt einfach mal hier in den Graben. Guck mal kurz, wo mich das Navi überhaupt hinbringen will. Ach so, in ein Loch. Es geht wieder in ein Loch. Ja. Aber da finde ich echt. Also, wie ist da eure Meinung zu? Also, erstmal klar, es ist jetzt wahnsinnig. Also, eigentlich hat er sein Ziel erreicht. Er hat jetzt Aufmerksamkeit, der Julian. Wahnsinnige Aufmerksamkeit. Das ist wie eine gute PR-Aktion. Und man kann es eigentlich auch kaum verübeln. Um ehrlich zu sein. Also da ist deswegen auch am Anfang jetzt der Vergleich mit RTL. Bei RTL weiß doch auch eigentlich jeder, das ist bis zum geht nicht mehr gefaked. Da ist überhaupt nichts echt dran. Und trotzdem gucken sich viele an und haben ihren Spaß. Okay, aber bei diesem Battle, da weiß man eben, oder wusste man lange Zeit nicht, sondern konnte es nur erahnen, dass da eben auch alles gefaked ist. Aber eigentlich nicht groß verwunderlich, finde ich. Naja. Aber da würde mich jetzt mal interessieren, wie seht ihr das so? Seht ihr das so streng irgendwie von wegen, ja, wieso wird einem da sowas nicht gesagt? Also ich finde es auch eigentlich fast eine Sauerei, dass das nicht so offensichtlich gemacht wird, aber auf der anderen Seite wäre dann diese ganze Spannung weg. Aber so, wenn das so kontrolliert ist und so, es hat auch Vorteile, das muss man wirklich sagen. Aber ja, da würde mal mich mal interessieren, wie da so eure Meinung ist. Dann eher die Leute seid, die dann wirklich sagen, ey, scheiße,
jetzt ist alles geplant, jetzt gucke ich mir den Scheiß nie wieder an oder guck dir den Scheiß überhaupt an. Also ich finde es ja nicht unbedingt scheiße, ich bin jetzt zwar nicht so kundig in dem Gebiet so, aber ich finde es interessant. Also das ist wirklich eine gute Show, die da geboten wird. Egal, ob es jetzt, tja, eben gefaked ist oder nicht. Und dann ist auch die Frage, was heißt da in diesem Sinne gefaked? Es ist ja einfach nur eine Show. Also, ich sehe da jetzt keinen Grund zum Ausrasten. Aber das ist alles nur meine Meinung. Also, wenn ihr da irgendeine Meinung habt, die ihr auch teilen wollt, dann schreibt sie einfach mal unten rein. Würde mich wahnsinnig interessieren. Und ansonsten, was gibt's noch? Irgendwas Schlimmes. Ja, genau. Schlimme Sachen hatte ich noch. Ägypten. Ja, Ägypten, was soll man dazu sagen? Tod. Tod ist da, glaube ich, das beste Wort. Aber naja. Ja, ich denke, also mit Julians Blog da, das wird noch sehr interessant. Da bleibe ich mal gespannt, was sich da noch entwickelt. Wo ich auch gespannt bin, bei der Deutschen Bahn, wie es sich da entwickelt. Da hatte ich das Thema ja auch schon mal angesprochen. So, meine Meinung dazu. Habe ich meine Meinung gesagt? Ja, es ist genau. Meine Meinung hatte ich auch gesagt. Nämlich, dass wir uns jetzt erstmal den Auftrag hier nehmen. Oder. Ja. Eigentlich habe ich dafür auch ein bisschen Nerven für einen schnellen Auftrag. Aber ja. Und ich sollte mal schlafen. Auf jeden Fall. Da bin ich auch gespannt, ob sich da was bessert bei der Deutschen Bahn. Ich hoffe mal, ja. Wenn nicht, dann schade eigentlich, aber die werden das schon irgendwie gebacken bekommen. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Ja, machen sich ja jetzt alle lustig, aber das ist auch wirklich sowas zu organisieren, das muss man erstmal können und da muss die Deutsche Bahn halt noch lernen. Und ich schlafe jetzt erstmal eine Runde. Also, gute Nacht. Das darf nicht deren Ernst sein. Nee, Leute. Nee. Ach Gott, jetzt kann. Oh nee, nee. Leute, Leute. Oh, Scheiße, jetzt bin ich wieder in so ein. Ah, jetzt löst doch die scheiß Handbremse. Wo muss ich denn hin? Komm, Vorwärtsgang rein. Ja, komm, jetzt ist keine Zeit mehr für irgendwelche. Nee. So, jetzt bin ich wieder. Jetzt hat mich dieses. Aber ich habe den Auftrag doch noch gar nicht angenommen. Aber doch, scheiße, ich habe den angenommen. Mann, wieso habe ich den angenommen? Ah, wo steht denn jetzt der Scheiß? Hier steht er nicht. Na toll. Jetzt muss ich nach unten fahren. So, jetzt ohne Rücksicht auf Verluste werde ich jetzt hier mal. Boah, nee, jetzt habe ich wieder die Faxen dicke. Oh, da. Boah. Ich bin viel zu schnell. Ich hau mir alles kaputt an meinem Fahrzeug. Mein armer LKW. Der wird leiden. Leiden wird er. Ah, da steht ja. Wenigstens ist Kies, glaube ich, keine zerbrechliche Fracht. Ja. So. Boah, das staubt aber gehörig da. So. Und weiter geht's. Ja. Ja, das wäre zum Beispiel hier auch was. Jetzt könnte ich auch einfach mal so tun, als wäre irgendwie was defekt oder als würde die D-Taste nicht funktionieren. Jetzt nochmal zum ersten Thema zurück. Und dann hätten wir auch ein schönes Spektakel. Dann würde ich irgendwo gegenfahren, könnte mich wahnsinnig aufregen. Und dann hätte ich auch vielleicht irgendwie, vielleicht wäre es dann spannender oder so. Naja, muss man dann aber auch gut rüberbringen. Und das ist, denke ich, dann auch die Kunst, wo dann auch viele scheitern,
Weil wenn man dann fake, dann ist es natürlich ganz gefährlich, weil wenn man fake, kann es passieren, dass es rausgefunden wird und eventuell dann nicht so gut ist. Aber naja. Aber die Show geht weiter. Es geht ja sowieso ein bisschen, sowieso nur Show. Es staubt, es staubt. Mord. Boah, das sind aber ziemlich große Brocken hier, die ich da transportiere. Was? Ja, wie soll ich denn da hochkommen? Ich habe jetzt die Handbremse gezogen und der rollt trotzdem. Jetzt anfahren mit Handbremse. Ja, was ist das denn? Zappalo, jetzt geht das doch hier. Hä? Ach du Scheiße! Wieso? Wieso kommt der hier nicht hoch? Meine Güte. Ja, schaffst du? Oh! 12 km/h, ja. Bitte, bitte 13. Oh ja. Das wäre jetzt lustig, wenn man den Berg nicht mehr hochkommt. Ist permanent komplett Vollspeed. Fullspeed, komm! Ich hoffe mal, der hat einen Schleuderschutz drin. Aber dass die Reifen jetzt nicht die ganze Zeit durchdrehen. Das bringt mir jetzt wahrscheinlich total viel Schaden. Jetzt ist der Motor wahrscheinlich überhitzt und ne, 72 Grad, das dürfte gehen. Aber ich bin verspätet. Ach, was soll's. Jetzt ist sowieso. Jetzt ist alles nicht mehr schlimm. Wo ist der Wodka? Haben wir da. Ah, da oben an diese. Wie wär's, wenn ich das da oben aufkriege? Vielleicht ist da ja irgendwas Hartes hinter. Oder vielleicht ist ja noch ein bisschen Koks in den Reifen. Oh, ja. Ja. Jetzt ist mir alles egal. Nein, mir ist nicht alles egal. Ich will ja eigentlich ganz ordentlich hier fahren. Ich finde, bei Simulatoren, wenn die halbwegs realistisch sind, sollte man das auch tun, aber eigentlich. Naja. Aber das ist jetzt schon scheiße. Wieso habe ich das nicht bedacht? Sorry, Kumpel. Kriegst dafür ein Eis von mir. Da oben ist Eis. Ah ja. Berge. Skifahren. Ja, schön. Da will ich jetzt auch gerne hin. In die Berge. Da, wo es kalt ist. Da, wo man sich den Arsch abfriert. Herrlich. Naja. Nee, das bin ich doch hier alles schon gefahren. Ach, jetzt wieder rein in den Tunnel. Und da kommt auch schon noch ein Kollege. Meine Güte. Ich glaube, ich bin etwas zu schnell für so eine Strecke, aber. Scheiße! Was war das? Heilige Scheiße. Naja, sowas sagt man ja nicht. Obwohl Scheiße ist schon was Heiliges, vor allen Dingen, wenn sie draußen ist. Ja. Ach du Kacke, und ich rede gerade noch darüber. Leute. Fahren. Willst du mich verarschen? 100 Euro dafür. Wo waren hier der. Mann, Leute. Habe ich wenigstens irgendwie Schaden bekommen? Nee. Boah. Boah, nee. Aber, also, haben die da irgendwas an den Physics geändert oder so? Weil das ist mir ja noch nie passiert und ich bin ja schon schnell in die Kurve gefahren, mein lieber Johann. Aber das ist mir ja wirklich noch nie passiert.
Da fehlt ja nur noch ein Millimeter und ich wäre über den Schwerpunkt drüber und dann hätte es Buff gemacht. Boah. Aber ich hatte gerade wirklich die Ruhe bewahrt. Rechts gesteuert, links gesteuert. Geguckt, wie neigt sich der jetzt? Wie ist das Verhältnis zur Straße? Entsprechend gegengelenkt. Ganz milde mit der Bremse beigesteuert, dass ich den LKW wieder ins Gleichgewicht bringe. Dann noch mit der Handbremse. Ne, mit der Handbremse habe ich nichts gemacht. Oh, jetzt soll ich mich verraten, dass ich gerade nur Scheiße laber eigentlich. Aber das ist mir echt noch nie passiert. Respekt. Echt sensationell. Es gibt ja sowieso Sachen, bei denen glaubt man, die können eigentlich nicht passieren. Hatte ich letztens auch, wie hieß das Ganze nochmal? Flug 243, glaube ich, war es. 243, ja. Muss es sein. Ja. Dachte ich erst, okay. Nee, genau. Katastrophenflug, so. Dann dachte ich mir auch, oh, cool. Katastrophenfilm, ja, ne? Da hat Hollywood wahrscheinlich wieder schön Bum-Bum machen lassen. Hauptsache, alles geht kaputt. Hauptsache, alle sterben. Hauptsache wirklich, ne? Einfach geballte Action, koste es, was es wolle, scheiß auf Realität, ich sollte langsamer durch die Kurven fahren. Dass sie sich da wieder irgendeinen Scheiß zusammengebastelt haben, das macht Hollywood ja leider immer mal wieder. Oder nicht nur Hollywood, das machen viele Leute, wo du denkst, nein, fängt beim Tatort schon an. Aber da war es auf jeden Fall so, ein Flieger über Hawaii, der, ja, in circa 7000 Metern mal eben so ein komplettes Dach verloren hat, also ein komplettes Element. Ich würde es im Film auf 7 Meter schätzen. Und da dachte ich nur, ja gut, toll, jetzt müssten ja eigentlich sterben, wenn es realistisch ist, ne? Zu wenig Sauerstoff und so, ne? Flugzeug lässt sich ja auch nicht mehr manövrieren. Und dann, ja, habe ich einfach mal geguckt, nochmal im Internet irgendwie Informationen zu diesem Film und habe ich herausgefunden, das gab's wirklich. Da war ich vielleicht überrascht, da gab's auch ein Foto zu und das hat mich schon erschrocken. Also ist wirklich in 7 Kilometer Höhe, also ist ja schon beachtlich, da ist die Luft auch recht dünn dann, ist denn dann tatsächlich so ein 6 bis 7 Meter langes Stück von der Kabinendecke einfach abgeflogen. Fing wohl ganz harmlos an mit so einem kleinen Riss in der Außenhaut. Und dann natürlich, ja, ein Flugzeug da oben ist ja auch nichts anderes als eine Sauerstoffflasche, eine aufgepumpte. Und draußen rum fast Vakuum. Also wollte in die Luft immer nach draußen und hat damit einfach, ja, das Flugzeug ist regelrecht explodiert von innen, ne? Also echt Wahnsinn. Aber jetzt kommt das Wahnsinnige an der ganzen Sache. Kann ja jeder nochmal nachlesen, wenn er will. Es ist nur eine Person gestorben. Eine Person. Obwohl da oben bei 800 km/h oder so in 7000 Metern Höhe mal eben so ein Kabinendach abgeflogen ist. Nur einer tot. Okay, das andere waren verletzt. Ist auch nicht schön, aber echt Wahnsinn. Also das, also der Film, der war zwar relativ gut, also ich fand ihn recht schön dargestellt so. Also als ich dann wusste, dass das wirklich passiert ist, da konnte ich den dann auch besser mir angucken und nicht mit, die ganze Zeit mit dem Hintergedanken, Moment mal, das geht doch gar nicht eigentlich. Und also eine Person wurde eben wirklich rausgesogen, eine Stewardess, die sich genau unter der Stelle befand, wo das, wo die Kabinendecke eben weggeflogen ist. Und das war echt, also nur eine Person. Und da haben die Piloten noch eine wunderbare Landung hingelegt. In, auf dem Airport von Honolulu. Dann eben über Hawaii. Also das muss echt katastrophal gewesen sein. Also eben viele Verletzte durch rumfliegende Teile. Und dann ist denen auch noch ein Triebwerk ausgefallen. Also muss man sich mal vorstellen. Und ein Flugzeug, bei dem mal eben so ein Stück von der Kabinendecke rausgerissen ist, das steuert sich bestimmt auch nicht ganz leicht. Naja. Also da war ich echt beeindruckt. Und als ich dann schon gerade mal beim Suchen war, hatte ich dann noch was gefunden, nämlich ein ähnliches Unglück. Da weiß ich jetzt nicht,
wo das war, wann das war, was das für eine Airline und ich weiß es nicht. Übrigens, die Piloten, die sind danach sogar noch geflogen im Dienst für die gleiche Fluggesellschaft und das war Materialermüdung. Schlicht und einfach, dass die Außenhülle ein bisschen korrodiert. Auf sowas achtet ja niemand und danach wurden auch strengere Kontrollen im Bereich Luftfahrt angewendet, weil sowas wollte man natürlich nicht mehr haben. Und dann eben auch so ein ziemliches Oh mein Gott Unglück ist mal passiert, wo einfach eine Cockpitscheibe rausgerissen wurde, also an der Seite, an der linken Seite beim Piloten. Und dann wurde der Pilot rausgesogen, zumindest fast, konnte sich noch an der Steuersäule festhalten mit den Füßen und wurde dadurch eben nicht direkt rausgesogen. Und dann, Gott sei Dank, hatte genau in diesem Moment, als das passierte, hatte irgendwie ein Stewardess gerade die Kabine verlassen, also gerade das Cockpit verlassen, wollte in die Kabine gehen, so rum, und hatte dann eben einen Ruck verspürt, weil natürlich sofort das ganze Flugzeug in eine etwas seltsame Lage geriet. Und konnte dann eben den Piloten wieder zurückziehen, beziehungsweise erstmal festhalten. Zurückziehen ging noch nicht, dann kamen drei weitere Stewardess. Und die haben dann eben den Piloten die ganze Zeit festgehalten, weil sonst wäre er einfach rausgesogen worden. Währenddessen hat der Co-Pilot erstmal die Tür beseitigen müssen, die da ins Cockpit reingeflogen ist. Und also auch wieder so Sachen, boah, du denkst, das gibt's doch nicht. Den Piloten, den haben sie dann erst kurz vor der Landung, glaube ich, wirklich wieder zurück ins Flugzeug ziehen können. Aber der war dann nicht mehr bei Bewusstsein, kam dann lieber dazu. Genau, der will natürlich wieder sein Bewusstsein haben, aber es kam dann auch langsam wieder, zum Glück. Und der hatte in Anführungsstrichen nur natürlich Erfrierungen und Knochenbrüche und so weiter und so weiter. Das war auch ein Ereignis, wo ich dachte, meine Güte, das kann es doch nicht geben. Aber trotzdem, statistisch gesehen, ist das Flugzeug immer noch das sicherste Verkehrsmittel, was es gibt. Also, das ist schon beachtlich. Also, Applaus an alle, die da mitwirken, dass das so reibungslos eigentlich klappt. Und ich finde, da ist es eigentlich völliger Blödsinn, bei so einer Sache sich dann über Verspätung aufzuregen. Okay, klar, wenn es mehrere Stunden sind, ist es nicht schön. Aber ich denke manchmal wirklich, das nehmen wir wieder, wir Menschen, wir nehmen das einfach zu locker hin. Also, dabei müssen wir uns eigentlich freuen, dass sowas überhaupt geht. Weil, hör mal, wir fliegen da mal eben von hier nach Amerika und so zurück und machen uns keinen Kopf darüber. Reibungslos. Total viel automatisch und so. Die Technik, das ist so faszinierend, also. Tja. Habe ich irgendwie den Retarder noch aktiviert? Nee. Geht einfach, glaube ich, bergauf, ne? Ja, die Musik von der Verspätung finde ich eigentlich jetzt gar nicht mal so schlecht. Fällt mir gerade so auf, weil die ja die ganze Zeit schon läuft hier. Ich glaube, wir müssen inzwischen... Also ich glaube, das gibt diesmal richtig... Richtig Abzug. Letzte Verspätung, da ging es ja eigentlich sogar noch. Naja, aber letzte Verspätung, da bin ich auch nicht umgekippt. Aber ich finde es schon mal erfreulich, dass da nicht der ganze Kies, der grobe Kies rausgeflogen ist. Aber, jetzt mal ganz ehrlich, das ist doch kein Kies. Das sind doch Felsbrocken. Das sind doch richtige Kotzbrocken. Oh, naja, der war jetzt nicht so gut. Ach, ja. Boah, ich habe jetzt irgendwie immer Angst. Oh, Scheiße! Tonnen. Achso, das ist auch Erz. Es ist gar kein Kies, ich wollte gerade sagen. Aber 23 Tonnen? Ich weiß nicht, wieso kippt so? Wieso kippt der so? Also,
Ich muss, glaube ich, echt mal aufpassen, weil sonst passiert mir das öfters und irgendwann geht's schief. Also das ist ja jetzt gerade auch nochmal gut gegangen. Also ich möchte mal nicht wissen, wie es ist, wenn es nicht gut geht. So, aber nichtsdestotrotz werde ich jetzt langsam um diese Kurve fahren und dann sind wir schon bei Pospet oder wie die heißen. Naja, was heißt schon? Wahrscheinlich mit 8 Stunden Verspätung, weil ich wieder geschlafen habe. Ich habe verschlafen, Entschuldigung. Ich will nicht um die Kurve. Ich habe jetzt eine Kurvenphobie. Ich will jetzt immer nur noch geradeaus fahren. Boah, das wäre schlimm. Kurvenphobie. Ich finde, man müsste mal anstatt diese komische Blinkermusik da so Hardrock oder so Heavy Metal da einsetzen. Weil dann wird man auch wach. Dann wird man so richtig aggressiv, dann möchte man noch schneller fahren. Obwohl eigentlich ist ja die Musik schuld, dass ich so umgekippt bin und so ein Scheiß. Was mache ich eigentlich hier gerade? Einparkstechnisch. Hör mal, das dürfte auch gut sein, oder? Hallo. Na bitte. Und dann kommen, machen wir alles aus. So. So. Parkbremse rein. T. Verspätet, ja klar. Ah. Minus 3.160 Euro. Minus 163 Erfahrungspunkte. Scheiße. 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 Und 2% Schaden. Scheiße. Naja, es sind nur die Räder. Es sind nur die Räder. Gesamtpreis. Aber hier, die haben auch schon ordentlich. Insgesamt würde mich das schon wieder 592 Euro kosten. Mann, ist das teuer, so ein eigener LKW. Naja, dann würde ich mal sagen, dann beende ich auch diese leider etwas verspätete Folge vom New Truck Simulator hier. Und sage Tschüss. Vielleicht kann ich mir da noch so einen fetten Spoiler oben drauf machen, dass der den so runterdrückt oder so. Naja. Tschüss.